leider haben wir heute die Big Points nicht gemacht. Das wäre ein wichtiger Schritt Richtung Klassenhalt gewesen. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin uns auf unsere Aufgaben konzentrieren. Das nächste Spiel steht vor der Brust, da wollen wir wieder gut auftreten. Ja, und wie man heute gesehen hat, das ist kein Selbstläufer. Leider ist die Serie jetzt zu Ende gegangen. Und ja, da müssen wir uns selber an der Nase nehmen, weil das waren wieder einfache Fehler, die Innsbrucker dann eiskalt ausgenutzt haben. Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff. Erste Halbzeit, dann eine Kontersituation. Blöd gelaufen, ich spitzel ihm den Ball noch weg, fällt ihm wieder genau vor in den Lauf und dann steht es 1-0, kommen wir zurück 1-1. Ja, zweite Halbzeit wieder gleiches Spiel, denke ich, Spiel im Griff gehabt und dann wieder durch einen Konter wieder dummer Ballverlust, Tor bekommen, dann laufen wir wieder hinterher, haben dann Chancen aufs 2-2, machen es nicht durch den Stangenschuss und dann wieder durch einen Eigenfehler 3-1 und dann konnten wir nichts mehr entgegensetzen und das 4-1 war dann noch, ja, hat noch dazu gepasst, sage ich. Fußball kann man nicht erklären. Wie man sieht, jedes Spiel ist heiß und kämpft. Am Dienstag machen wir eine super Partie in Innsbruck und das heute vielleicht haben viele gedacht, das ist ein Selbstläufer, aber das ist es nicht. Und darum tut es mir leid auch für die Fans, die halt alle ins Stadion gekommen sind, dass wir jetzt mit so einer bitteren Heimpleite wieder heimgehen.